Tobias Reischl ist angeklagt, Nina Holbeck in einem Wald beim Joggen überrascht und vergewaltigt zu haben. Er beteuert jedoch, dass dies alles lediglich Teil eines Spiels war. Wird ihm das helfen, einer Strafe zu entgehen? Wir verhandeln heute die Strafsache gegen Tobias Reischl, das sind Sie. Und zwar verhandeln wir als Schöffengericht, weil Sie der Vergewaltigung angeklagt sind und das ist ein Verbrechen. Die Anklage wird vertreten durch Herrn Staatsanwalt Lukas und als Ihr Verteidiger ist erschienen Herr Rechtsanwalt Hoffmann. Herr Reischl, nehmen Sie bitte in der Mitte Platz. Zunächst Ihre Personalien. Sie heißen mit Vorname Tobias. Ja. Sie sind geboren am 30. September 1978 in Köln. Ja. Sie sind ledig, Sie leben in Berlin. Ja, auch richtig. Und Sie sind von Beruf Student? Philosophiestudent. Und Sie leben von BAföG? Von satten 810 Mark im Monat. Das sind ungefähr 420 Euro so etwas. 15. Haben Sie noch andere Einkünfte? Mhm. 400 Mark im Monat, ungefähr netto. Ich rezensiere Bücher für ein Kulturmagazin. Ja. Vorstrafen keine, Bundeszentralregister ohne Eintrag. Herr Staatsanwalt, dann bitte ich um Verlesung der Anklageschrift. Die Staatsanwaltschaft legt aufgrund ihrer Ermittlungen dem Angeklagten folgende Tat zur Last. Am 10. August 2001 gegen 18 Uhr sprang der Angeklagte, die 18-jährige Schülerin Nina Holbeck, im Tiergarten in Berlin mit bereits geöffneter Hose aus einem Hinterhalt an, packte sie, zerrte sie mit Gewalt in ein angrenzendes Gebüsch und vollzog dann trotz heftiger Gegenwehr mit ihr den Geschlechtsverkehr. Der Angeklagte wird somit einer Vergewaltigung beschuldigt, strafbar gemäß § 177 Absatz 1 Nummer 1 StGB. Ja, steht Ihr Mandanten frei, dazu Angaben zu machen? Will er sich äußern? Ja. Ja, dann schildern Sie mal. Sie haben ja den Vorwurf gehört. Was soll ich dazu sagen? Die müssen fast nichts mehr hinzuzufügen. Es stimmt. Ich habe Nina Holbeck tatsächlich hab ihr aufgelauert, habe sie in ein Gebüsch gezerrt und vergewaltigt, so wie Sie das nennen. Allerdings, und das ist der entscheidende Punkt, handelt es sich dabei um gar nichts anderes als um ein zugegebenermaßen außergewöhnliches Rollenspiel, zu dem ich mich mit der Nina Holbeck im Internet verabredet habe. Wollen Sie damit sagen, dass diese Vergewaltigung im Vorfeld verabredet war? Ja. Und ich kann auch Ihre nächste Frage schon mal gleich vorwegnehmen. Ja, Nina Holbeck hat sich gewehrt. Und zwar sogar massiv. Aber auch das war als Teil des Rollenspiels abgesprochen. Sollte schließlich authentisch wirken, ne? Und der Realitätsliebe entgegenkommend hat dann Nina Holbeck sie auch noch der Vergewaltigung angezeigt. Tja, was weiß ich. Ich meine, die macht sich eh bloß lächerlich. Ich meine, von einer Vergewaltigung im juristischen Sinne. Da kann auch hier überhaupt keine Rede sein. Das können Sie, denke ich, uns überlassen im juristischen Sinne. Sie haben gesagt, Sie haben sie im Internet kennengelernt. Wie muss ich mir denn so einen Chat vorstellen? Sie gehen ins Internet. Dürfte kein Problem sein, oder? Dann auf die entsprechende Seite, SM in diesem Fall, SM-Chat. Und dann trifft man da Gleichgesinnte. Sie wissen schon, diesen gepiersten Streckbrett-Fanatikern. Weiß ich zwar nicht, muss aber auch nicht sein. Also kommen Sie zum Punkt. Also in einem von diesen Internet-Chats habe ich also Nina Holbeck kennengelernt. Und sie hat da ganz offen und unverblümt von ihren Vergewaltigungsfantasien erzählt und dass sie das auch gerne mal in einem Rollenspiel als ausprobieren wollte. Herr Reischl, Sie wollen uns glauben machen, dass Nina Holbeck sie nur benutzt hat, damit sie ihre Fantasien, ihre sexuellen Fantasien ausleben kann. Natürlich, natürlich. Ich meine, mich hat das natürlich auch gereizt, das muss ich dazu sagen. Allerdings ging es mir dann natürlich nicht so um die Befriedigung von sexuellen Trieben, sondern mehr um die spielerische Gleichstellung der Geschlechteridentitäten, wenn Sie wissen, was ich meine. Herr Vorsitzender, ich habe den Angeklagten gebeten, einen Auszug aus so einem Internetchat mal mitzubringen. Lesen Sie es doch bitte vor, ja. Und zwar, Ray Babe, am Anfang stehen die Namen. Hallo ihr, jemand da, der Lust auf einen Quickie hat. Wildboy, klar, erzähl mal, worauf fährst du denn ab? Tiger 21, ich bin auch da und heiß. Ray Babe, wie wäre es zu dritt? Tiger 21, klar, fang schon mal an. Ray Babe, wie willst du mich denn? Wildboy, wild und hemmungslos. Ich weiß nicht, ob ich weiterlesen muss oder ob das ausreicht. Also sagen Sie, Herr Reischl, ist es nicht schon etwas komisch, dass sich zwei fremde Menschen treffen, um dann ein solches Rollenspiel zu inszenieren? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Gerade bei so einem Rollenspiel, ja, gerade bei einem von dieser Art, ist doch Anonymität, das ist doch der Clou. Genau das ist es, was man in dem Moment will. Das ist doch, gerade für den devoten Part, ist das doch viel spannender, wenn er sein Gegenüber nicht kennt. Also, und Sie haben sich dann genau für diesen Wald, für diese Uhrzeit verabredet. Wie konnten Sie überhaupt sicher sein, dass Sie letzten Endes über die Richtige herfallen werden? Tja, also um diesem Missverständnis schon mal gleich einen Riegel vorzuschieben, hat Nina Holbeck mir ein paar Tage vor der sogenannten Tat
ein Foto zugeschickt. Und anhand dessen konnte ich sie natürlich sofort erkennen. Ja, könnten wir dieses Foto mal sehen? Ach, nein, leider nicht. Tut mir leid. Also, ich habe es verloren. Ich habe es verloren. Ich kann es nicht erklären. Es muss wahrscheinlich in dem Wald passiert sein, als dieser Herr Reichel, Sie können sich vorstellen, Herr Reichel, dass wir das Foto sehr gerne gesehen hätten. Das kann und ich mir vorstellen, ja. Dass die ganze Geschichte doch ein wenig unglaubwürdig ist. Naja, Herr Kollege, ich finde es trotzdem glaubwürdig, wenn man in einem solchen Getümmel im Wald das Foto auch verlieren kann. Eben. Also Ihre berufsbedingte Voreingenommenheit ist hier wohl fehl am Platz. Stehen noch Fragen, Herr Staatsanwalt, Herr Verteidiger? Nehmen Sie bitte wieder neben Ihrem Herrn Verteidiger Platz. Wir treten die Beweisaufnahme ein. Herr Seelhoff, bitte als erstes die Zeugin Nina Holbeck. Zeugin Holbeck, bitte. Frau Holbeck, nehmen Sie bitte hier vorne Platz. Sie wissen, dass man vor Gericht die Wahrheit sagen muss und dass Sie auch vereidigt werden könnten. Ja, ich bräuchte zunächst Ihre Personalien. Sie heißen Nina mit Vornamen. Sie sind 18 Jahre alt. Sie leben in Berlin bei den Eltern. Ja. Sie gehen noch zur Schule, sind ledig wahrscheinlich. Ja. Und mit dem Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert. Nein. Sie wissen, worum es geht. Könnten Sie mir schildern, was vorgefallen ist, als Sie da durch den Tiergarten gelaufen sind? Ja, das ging alles so furchtbar schnell. Ich war joggen und plötzlich ist der Kerl aus dem Gebüsch gesprungen mit offener Hose. Dann hat er mich am Arm gepackt und ich wollte mich losreißen, aber ich konnte gar nicht, weil er war so stark. Und wie dramatisch, da kommen mir die Tränen echt. Sie reißen sich jetzt einen Moment zusammen, ja. Und dann hat er mich ins Gebüsch gezerrt und auf den Boden geschlagen und ist über mich hergefallen und hat mich vergewaltigt. Also auch wenn das jetzt schwierig ist für Sie, das zu beantworten, hier vor Leuten noch dazu, könnten Sie mir genau sagen, was dann passiert ist? Sie sagen vergewaltigt. Er hat mich brutalst ausgezogen und ich konnte gar nichts mehr machen. Dann ist Tim aufgetaucht zum Glück. Das ist Ihr Ex-Freund? Ja, wir sind jetzt aber wieder zusammen. Er hat zum Glück sofort reagiert und hat ihn festgehalten und die Polizei gerufen. Kannten Sie eigentlich den Angeklagten schon vor dieser Tat? Nein. Also Sie haben ihn auch nie vorher gesehen? Mhm. Der Angeklagte behauptet, Sie hätten sich mit ihm vorab zu diesem Treffen vereinbart. Was? Ich kenne den überhaupt nicht. Ich habe den noch nie gesehen. Ich war da nur zum Joggen. Ich jogge jeden Tag. Frau Holbeck, haben Sie vielleicht zu Hause einen Internetanschluss? Ja. Sind Sie oft im Internet? Ab und zu wegen der Schule. Oder wegen E-Mails. Frau Holbeck, kann es vielleicht sein, dass Sie sich im Internet in einem Chat mit dem Angeklagten zu diesem Rollenspiel verabredet haben? Ich? Na. Ich habe mit solchen Sachen überhaupt nichts zu tun. Ich finde sowas abartig und abstoßend. Frau Holbeck, der Vorhalt des Verteidigers liegt beruht darauf, dass der Angeklagte sagt, Sie hätten sich mit ihm unbedingt verabreden wollen, um ein solches Spiel zu inszenieren. Das stimmt nicht. Ich habe mit solchen Sachen überhaupt nichts zu tun. Ich bin auch überhaupt nicht der Typ für sowas. Ich kenne den überhaupt nicht. Frau Holbeck, eine Frage hätte ich noch. Hat der Angeklagte bei der Tat ein Präservativ benutzt? Ich glaube schon. Sonst keine weiteren Fragen, Herr Staatsanwalt, Herr Verteidiger. Bleibt die Zeugin als Geschädigte nach 61 Ziffer 2 StPO unbeeidigt. Herzlichen Dank. Wenn Sie bitte hier hinten Platz nehmen würden. Herr Seelhoff, bitte als nächstes den Herrn Deblitz. Der Zeuge Deblitz, bitte. Herr Deblitz, nehmen Sie bitte hier vorne Platz. Auch Sie wissen, dass man vor Gericht die Wahrheit sagen muss als Zeuge. Sie könnten auch vereidigt werden. Ich bräuchte auch von Ihnen zunächst die Personalien. Sie heißen Tim mit Vornamen. Ja. Sie sind 25 Jahre alt, Correct. Aus Stuttgart. Dort leben Sie auch? Ja, ich bin dort Kickbox-Trainer. Ledig? Ja. Nicht verwandt oder verschwägert mit Nein. dem Angeklagten. Sie sind ja an diesem Tag dazugekommen im Tiergarten in Berlin. Schildern Sie mal, was da vorgefallen ist. Ja, also ich war joggen und auf einmal habe ich Schreie gehört. Und darauf bin ich gleich hin und da habe ich schon Nina hinterm Gebüsch gesehen, wie sie da gelegen ist und hat halt geweint. Und dann habe ich halt nur gesehen, dass das Arsch sie vergewaltigt hat. Also Moment. Sagen Sie uns bitte mal, was Sie, Moment, was haben Sie gesehen? Herr Staatsanwalt, eine Sekunde. Bei aller Erregung, Beschimpfungen hier nicht, ja? Sonst haben am Ende auch noch Sie ein Verfahren am Hals, bitte. Was haben Sie denn da für eine Situation vorgefunden? Was der für eine Situation? Ja, ich hab Nina einfach geholfen. Ich bin hinter das Gebüsch gegangen und da habe ich die zwei da liegen sehen. Sie war heulend am Boden. Herr Deblitz, kann es vielleicht sein, dass Sie irgendetwas in dieser Situation fehlinterpretiert haben? Was kann man da bitte schon viel interpretieren?
Na, es könnte sich beispielsweise um ein sadomasochistisches Rollenspiel gehandelt haben. Bitte? Zwei Leute verabreden sich. Nina lässt sich nie auf sowas, auf so eine Scheiße ein. Tut mir leid. Also jetzt schildern Sie einfach mal, was Sie da vorgefunden haben und was Sie dann getan haben. Ich habe ihn dann natürlich sofort runtergezogen von ihr. Habe ihn einen Tritt in die Eier verpasst. Ja, und dann habe ich mich um Nina gekümmert. Die war total am Ende. Und dann habe ich die Polizei gerufen. Und Sie waren da zufällig zur gleichen Zeit und am gleichen Ort joggen. Herr Kollege, was wollen Sie denn dem Zeugen unterstellen? Sie wollen nicht irgendeinen Zusammenhang da herstellen mit der Tat und Herrn Deblitz, oder? Ich frage mich lediglich, warum ein Stuttgarter in Berlin joggen geht. Sonst Fragen an den Zeugen? Keine. Keine Fragen. Staatsanwalt, Herr Verteidiger, bleibt der Zeuge nach 61:5 StPO wegen allseitigen Verzichts unbeeidigt. Bitte nehmen Sie hinten Platz. Herr Seelhoff, bitte den Zeugen Florian Wehm. Zeuge Wehm, bitte. Herr Wehm, nehmen Sie bitte hier vorne Platz. Sie wissen, als Zeuge muss man die Wahrheit sagen, Sie könnten auch vereidigt werden. Ihre Personalien, Florian mit Vornamen, 21 Jahre alt, sind aus Köln, leben jetzt in Berlin und sind Zivildienstleistender, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Nein. Herr Wehm, Sie sind doch der beste Freund des Angeklagten. Ja. Was wissen Sie von den ganzen Geschehnissen und aus dem Wald und auch, wie es verabredet worden ist? Ja, sozusagen alles. Also, ich weiß zwar nicht, was Ihnen das Mädel da hinten erzählt hat, aber... Erzählen Sie das, was Sie wissen, unabhängig von anderen Aussagen. Dass er sie halt im Wald irgendwie abfangen soll und sie dann ins Gebüsch ziehen soll. Und dann er halt der böse Triebtäter sein soll und sie halt dann vergewaltigen. Und die Geschichte, wem haben Sie geglaubt? Ja, natürlich. Also, ich meine, erstens wird sich der Tobias nicht solche Geschichten einfallen lassen. Und zum anderen weiß ich, was sich für kranke Typen sich im Internet herumtreiben. Also, der Tobias und ich haben uns sogar noch über die Story lustig gemacht. Und er hat zwar schon immer einen speziellen Sinn für Humor gehabt, aber... Aber? Er hat mir sogar noch ein Foto geschickt. Und was war auf diesem Foto zu sehen? Ja, das zeigte eine Frau, so um die 18, mit so einer weißen Jacke vom Oktoberfest. Ja, hast du es dabei? Ist das Foto dabei? Ja, ja, glücklicherweise habe ich heute noch dran gedacht. Weil ich habe gewusst, dass der Tobias... Tut mir leid, also ich habe es total vergessen. Ja, also, Hauptsache, du hast dabei. Sie haben es dabei, dann reden Sie nicht lang drum herum, dann geben Sie mir dieses oder zeigen Sie uns das. Ja, okay, Foto. Ja. Ich muss es wirklich selber sehen. Das heißt, das Foto hat er Ihnen gemailt. Also, Frau Holbeck, bei allem Respekt und bei allem Verständnis für Ihre Situation, aber Sie können hier nicht einfach sämtliche Regeln brechen. Geben Sie mir das Foto. Geben Sie mir dieses Foto. Was ist mit dem Foto? Das Foto haben nur Tim und ich. Das hat er gemacht. Er wollte auch damals die Polizei nicht einschalten. Aber ich dachte mir da nichts dabei. Noch Fragen an Tim, erklär das mal bitte. Noch Fragen an den Zeugen? Keine Fragen. Keine. Bleibt nicht, aber wegen Verzichts unbeeidigt, 61:5 StPO. Bitte nehmen Sie hinten Platz. Aber es sind, glaube ich, einige Fragen an den Zeugen Deblitz. Herr Deblitz, kommen Sie doch bitte noch mal nach vorn. Sie müssen weiterhin die Wahrheit sagen. Sie brauchen allerdings überhaupt nichts sagen auf Fragen, wenn Sie sich selber belasten würden. Verstanden? Ja. Herr Deblitz, Sie haben das Foto gesehen. Das Foto haben nur Sie und Ihre Freundin. Ja, es ist richtig. Was sagen Sie dazu? Ich habe das Foto aber nicht weggeschickt und Nina wird das auch nie tun. Keine Ahnung, wo das der Typ herhat. Stimmt das eigentlich, dass Sie nach dieser Tat den Angeklagten durchsucht haben? Kann schon sein, ja. Und Sie haben gewusst, dass er das Foto dabei hat möglicherweise? Nein, woher denn? Haben Sie vielleicht nach dem Foto gesucht, weil Sie wussten, dass es Sie entlarven könnte? Nein, ich habe nach Waffen gesucht. Sagen Sie, wussten Sie eigentlich, dass die Geschädigte zum Tatzeitpunkt in den Wald joggen gehen würde? Nein. Aber was ganz anders, stimmt es eigentlich, dass Sie sich heftig dagegen gewehrt haben, dass die Frau Holbeck dann die Polizei holt? Nein, ja. Kann es sein, Herr Deblitz, dass Sie ganz genau wussten, dass der Angeklagte überhaupt keine Vergewaltigung begangen hat, zumindest aus seiner Sicht nicht, weil Sie alles arrangiert haben und deshalb die Polizei nicht rufen wollten? Herr Kollege, ich glaube, wir sind diesmal einer Meinung. Und jetzt sehen Sie auch, worauf ich vorhin hinaus wollte. Sie waren zufällig in Berlin. Geschäftstreffen hin oder her. Sie joggen zufällig genau auf der Strecke, wo Ihre damalige Ex-Freundin und jetzt wahrscheinlich bald wieder Ex-Freundin joggen geht. Genau zu der Zeit, zu der Ihre Ex-Freundin dort joggen geht. Wie gewöhnlich. Und das soll ein Zufall sein? Sie stellen sich als Retter dar, retten Ihre Freundin und sind jetzt wieder mit ihr zusammen?
Herr Deblitz, der Verdacht, der sich hier auftut, der ist so pervers, dass ich gar nicht daran glauben mag. Ich wollte es so nicht. Sie wollten es so nicht? Was wollten Sie denn dann? Ich war im Stau und ich bin zu spät gekommen und ich wollte es. Sie wollten also, dass die beiden sich im Wald treffen? Ja, ich bin halt dann einfach zu spät gekommen. Ich wollte gar nicht, dass es so weit kommt. Im Chat waren Sie? Ja. Sag mal, spinnst du? Bist du verrückt geworden? Nina, ich liebe dich. Ich wollte es so nicht. Ich wollte einfach, dass ich Nina zurückgewinne. Du bist der geisteskrank. Das heißt, Sie haben letzten Endes das Treffen zwischen den beiden arrangiert. Ja. Sie haben arrangiert, dass der Angeklagte meinte, die Zeugin will vergewaltigt werden. Ich bin einfach zu spät gekommen. Ich wollte als Retter dastehen. Ich wollte noch Fragen an den Zeugen. Keine. Dann bleibt der Zeuge nunmehr als Tatbeteiligter nach 60 Ziffer 2 StP unbeeidigt. Nehmen Sie bitte wieder hinten Platz. Ansonsten schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Deblitz. Sie werden allerdings mit Sicherheit vom Herrn Staatsanwalt bald nicht als Zeuge, sondern als Beschuldigte hören. Herr Staatsanwalt, bitte Ihr Plädoyer. Hohes Gericht, Herr Verteidiger. Der Zeuge Deblitz hat den Angeklagten in einem wirklich perversen Spiel als sein Werkzeug benutzt und letztlich wie eine Marionette tanzen lassen. Nicht nur ihn, sondern auch die Geschädigte. Wir haben hier objektiv natürlich eine Vergewaltigung vorliegen, aber selbstverständlich, das haben wir nun heute hier herausfinden können, hatte der Angeklagte diesbezüglich keinen Vorsatz gehabt. Selbstverständlich sollte der Angeklagte sich sehr genau überlegen, auf welchen Internetseiten er künftig surft und ob er auf irgendwelche anonymen Informationen einfach eingehen sollte und diesen Glauben schenken sollte. Letztlich bleibt mir nichts anderes übrig, als Freispruch zu beantragen. Danke, Herr Staatsanwalt, Herr Verteidiger. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, die Staatsanwaltschaft hat soeben ausnahmsweise das Plädoyer der Verteidigung gehalten. Mir bleibt nichts weiter zu sagen, außer der gleiche Antrag Freispruch. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Sie haben noch das letzte Wort, bevor ein Urteil gesprochen wird. Das ist alles gesagt, glaube ich. Alles gesagt, dann zieht sich das Gericht zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Tobias Reischl wird freigesprochen. Die Staatskasse trägt die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Angeklagten. Bitte setzen Sie sich. Auf den ersten Blick mag dieses Urteil vielleicht sogar überraschend sein. Denn ja, Frau Holbeck, Sie sind tatsächlich aufgrund einer üblen Intrige mit Gewalt und gegen Ihren Willen zum Geschlechtsverkehr gezwungen worden. Und zwar vom Angeklagten. Aber Vergewaltigung setzt eben auch Vorsatz voraus. Vorsatz heißt Wissen und Wollen, dass eben auch gegen den Willen des Opfers die Vergewaltigung begangen wird. Der Angeklagte, der hat aber gedacht, dass das alles ein Spiel zwischen ihnen beiden sei und hat nicht wissen können, dass es ein ganz perverses, übles Spiel ihres Ex-Freundes war. Dieser Irrtum, der schließt letzten Endes den Vorsatz aus. Und auch bezüglich einer Körperverletzung, auch fahrlässiger Körperverletzung, das kann man ihm hier nicht vorwerfen. Eine ganz abartige Fantasie hat hier letzten Endes der Herr Deblitz gezeigt. Darüber wird an anderer Stelle zu befinden sein. Trotzdem ein Wort an den Angeklagten. Ihren Auftritt hier und heute, auch wenn Sie ihn vielleicht sogar genossen haben, wie es scheint, die Unannehmlichkeiten, die haben Sie sich selber zuzuschreiben. Wer nämlich solch abseitigen Fantasien nachgibt, ohne sich zu vergewissern, ob das alles stimmt, ob er wirklich auf Gegenliebe stößt, der braucht sich letzten Endes nicht wundern, wenn das Ganze in einer Anklage endet. Ihre Fantasien sind aber letzten Endes nicht strafbar und deshalb waren sie freizusprechen. Ich denke, beide Seiten verzichten auf Rechtsmittel. Dann ist das Urteil rechtskräftig. Die Sitzung ist geschlossen.